Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich bin hier gerade am Bahnhof noch in Santiago und habe jetzt einfach mal geschaut, was für Züge denn hier losfahren. Und es war jetzt vorher auch ganz schön aufregend, weil ich wollte eigentlich einen Zug nehmen. Der war aber dann schon ausverkauft. Hier in Spanien und in Portugal ist es oft so, dass die Züge dann schon ausverkauft sind. Ich wollte euch die Tafel zeigen. Da seht ihr mal, jetzt fahre ich um 14.30 Uhr fahre ich nach Vigo jetzt mit dem Zug. Und da habe ich jetzt mein Ticket gekauft und so. Da musste ich jetzt auch erstmal so ein Ticket ziehen, dass ich an den Schalter überhaupt gekommen bin, weil online die Tickets, das war dann irgendwie doch komplizierter. Eigentlich wollte ich nach Portugal weiter, aber ich habe da jetzt am Schalter mitgekriegt, dass es irgendwie einen Streik gibt in den Zügen mit Portugal. Und jetzt gehe ich einfach mal nach Vigo und gucke da mal, wenn ich nachher ankomme, wie das dort so mir gefällt. Und ich würde auch noch gern so eine spanische Stadt an der Küste sehen. Und da bringe ich jetzt einfach heute mal den Tag und dann gucke ich, ob ich heute Abend oder morgen nach Portugal weiter. Und hier bin ich jetzt am Bahnhof draußen. Ich liebe das immer so in Spanien und in Portugal an den Bahnhöfen zu sein und einfach ein bisschen auch mitzukriegen, ja, wie das dann ist mit den Einheimischen, ja, wie die reisen, wie die sich verhalten, wie sie im Zug sitzen und so. Das finde ich immer total spannend und finde es jetzt auch wieder cool, dass ich mich doch entschieden habe, mit dem Zug zu fahren. Mit dem Bus wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Ich hätte einfach nach Portugal irgendwie können. Aber es war jetzt eigentlich auch ganz spannend, hier auf dem Bahnhof einfach zu gucken, wo fährt der Zug hin. Und das ist jetzt nur eine Stunde so entfernt. Und dann gucke ich mal, wie es da ist. Und ich habe ja alles in meinem Rucksack dabei. Von dem her kann ich ja dann auch heute Abend mir einfach noch ein Hotel in Vigo praktisch buchen, was ich so jetzt als Idee habe. Oder ich fahre dann doch noch weiter mit dem Bus oder so und buche mir dann woanders ein Hotel bei Booking. Also ist alles noch offen. Ich habe noch kein Hotel für heute Abend. Und das macht es auch spannend. Aber vorher war ich auch kurz in der Situation, wo ich plötzlich mein Ticket nicht mehr gefunden habe. Und ich passte immer voll auf, aber irgendwie war ich dann doch ein bisschen hektisch. Und dann habe ich es am Boden irgendwann wiedergefunden. Naja, da darf man dann halt auch aufpassen, gell? Aber Gott sei Dank ist mein Handy da. Das ist erstmal das Wichtigste und das Geld. Ja, und jetzt freue ich mich dann auch auf den Zug, wie es dann ist, weil, ja, wie gesagt, im Zug finde ich das halt auch immer voll cool. So Leute, jetzt sitze ich gerade im Zug und habe zuerst gedacht, Mensch, jetzt habe ich so lange rumgemacht, um mit dem Zug zu fahren, mit dem Bus wäre es ja, wie gesagt, vielleicht einfacher gewesen, aber irgendwie ist es halt so schön, im Zug zu sein, jetzt gerade hier in Spanien und das mal zu erleben. Also ich mag das total, vor allen Dingen eben im Alleinereisen. Das ist so halt eine schöne Sache, weil im Auto müsste ich die ganze Zeit am Steuer sitzen und so kann ich halt machen, was ich möchte, angucken, was ich möchte. Und ich genieße es einfach voll. Also da wollte ich dich jetzt gerade auch mal mitnehmen, dass es einfach cool ist. Und da siehst du draußen die Gleise. Und es ist einfach eine schöne Zeit. Und so kann die Transition jetzt für mich auch vom Jakobsweg zu jetzt Spanien und alleine reisen einfach für mich der Tag so ein bisschen sein. Und das genieße ich gerade den Tag. So, ich bin jetzt gerade im Bus noch in Vigo, fahre jetzt nach Portugal. Leider habe ich vorher festgestellt, dass die Bahn in Portugal streikt, deswegen ist es gar nicht so einfach, mit dem Zug gerade in Portugal zu fahren und deswegen fahre ich jetzt gerade mit dem Bus und das ist wirklich sehr abenteuerlich. Die Bahnhöfe sind manchmal so groß, da gibt es so viele verschiedene Floors und ich habe es erstmal wieder gar nicht gecheckt, wo ich nochmal hin muss, obwohl ich vorher da schon da war. Also ja, da darf man schon immer viel Zeit einplanen und echt vorsichtig sein. Jetzt ist es gerade hier ein bisschen laut. Ich wollte trotzdem kurz vor meinem Abenteuer hier im Bus das aufnehmen und hatte ein Online-Ticket gekauft und der Busfahrer musste es ganz kompliziert abhaken, wahrscheinlich noch eine Nummer abschreiben oder so. Also das ist jetzt alles nicht so schnell und ja, im Süden, gerade in Spanien und natürlich auch in Portugal, da hat man eh noch mehr Zeit. Da geht alles nicht so schnell. Da kann es auch sein, der Zug ist einfach voll, wenn man da in einer Stunde fahren möchte und dann kriegt man kein Ticket mehr und so. Deswegen habe ich vorher auch in Vigo ganz lang gewartet, weil ich erst um 14.30 Uhr fahren konnte. Und durch den Streik komme ich halt jetzt erst um 19 Uhr weiter. Aber egal, ich habe es mir schön gemacht in Vigo, obwohl es mir da gar nicht so gefallen hat. Aber ich habe auch gar nicht so viel angeguckt, ehrlich gesagt. Und jetzt freue ich mich aber mega, dass ich gleich in Portugal bin. Das liebe ich ja über alles. Und dann sehe ich einfach weiter. Ein Hotel habe ich vorher schon gebucht und freue mich. Leute, ich finde es wunderschön hier in meinem ersten Dorf jetzt in Portugal. Und es ist jetzt gar nicht so hübsch, aber ich liebe es einfach.
wie es hier ist. Ich war gerade im Restaurant essen, es war super lecker. Und die Portugiesen, die sind einfach so cool. Und deswegen genieße ich es halt einfach wirklich so arg. Und ich mag das trotzdem, auch wenn es jetzt einfach so Hochbauten sind. Vielleicht gehe ich auch noch mal raus. Jetzt ist es 21 Uhr, in Deutschland ist es 22 Uhr. Ja, das Hotel ist auch ganz süß. Mal schauen. Zwei Eselchen und das kleine Baby-Eselchen. Das ist gerade mal 4 Wochen alt. Sind die nicht süß? Da versteckt sich's da hinten, gell? Seht ihr's? Ja, ich muss mal wieder feststellen, dass ich hier an einer voll coolen Unterkunft gelandet bin. Heute Morgen war es noch eher so, wo ich dachte, hä, was mache ich jetzt? Und war ein bisschen überfordert. Ich wusste gar nicht so recht, wo ich hin will. Hab dann schön im Internet geguckt und so und war mir dann aber gar nicht klar, will ich jetzt so ein bisschen in die ländliche Region noch, will ich wandern gehen, will ich gleich in den Süden fahren und so. Und dann war ich schon ein bisschen so ziemlich genervt, muss ich mal sagen. Ja, ist halt schon blöd, wenn man es dann nicht weiß. Irgendwas wollte ich dann halt machen und dann habe ich aber einen Zug gebucht, bin ein paar Dörfer weitergefahren und zwar jetzt hier am Strand in Nordportugal. Das ist jetzt Ancora, heißt das hier. Am Strand und 2 Kilometer aber vom Strand weg, aber da am Strand bin ich halt ausgestiegen. Der Zug ist da angehalten, das hat gut geklappt mit dem Ticket kaufen. Und jetzt, ja, bin ich hier und chill jetzt hier. Es ist echt, hier seht ihr den ganzen Garten. Auch oben, die Pension ist echt ganz toll und die haben sogar Coworking Space und so. Jetzt bin ich gerade mal noch ein bisschen müde. Jetzt chill ich erstmal und wahrscheinlich bleibe ich sogar noch einen Tag länger hier und kann mich jetzt noch mal ein bisschen ausruhen vom Camino und dann kann ich schauen, wann ich in den Süden möchte. Ja, so nehme ich dich einfach mal mit und so Learnings etc. teile ich dann mal noch mal separat. Und das ist der andere, das ist wahrscheinlich der Papa. Ganz hübsch, oder? Guck mal, wie süß der ist. Jetzt kommt er her. Oh. Richtig, richtig hübsch. So, ich bin jetzt hier in Portugal, in Angora, wo ich euch vorher von der Unterkunft das aufgenommen habe. Bin jetzt auf den Berg gelaufen und es ist doch eine Hammersaussicht, oder? Wow, oder? Also es hat nur so 20 Grad, es ist aber so schön. Ich gehe nochmal zurück. Mir gefällt es richtig. Ich gehe jetzt gleich essen. Wollte euch jetzt nochmal kurz was aufnehmen. Es ist jetzt mega hell. Ich sehe eigentlich fast gar nichts. Machen wir es irgendwie so kurz. Und ja, ich war vorher jetzt wieder ein bisschen kurz überfordert. Das ist schon oft so. Oder ab und zu mal auf der Reise eben auch alleine. Wenn alles offen ist, dann ist halt auch alles offen, ne? Wenn ich noch nichts gebucht habe. Ich wäre sonst niemals hier gelandet und das ist halt das Schöne. Aber manchmal, wenn ich dann noch nicht weiß, was ich will, dann ist es schon auch ein bisschen blöd. Und jetzt merke ich auch, dass die Transitionzeit, also die Übergangszeit vom Jakobsweg, die 10 Tage, wo ich da mit den anderen unterwegs bin und jetzt bin ich plötzlich wieder alleine, dass ich mir da auch wirklich Zeit nehmen darf, Zeit geben darf. Und dass es auch jetzt einfach normal ist, ja, dass ich jetzt gerade so ein bisschen nachdenklich bin und dass es mir jetzt auch gut tut, wenn ich alles mal nochmal so reflektiere, den Jakobsweg, meine Erkenntnisse und dass es jetzt auch so übergangsmäßig halt irgendwie ist. Dass ich jetzt nicht sofort, juha, alles toll, ich bin jetzt alleine hier unterwegs, sondern dass ich da bewusst, ja, dass das vielleicht auch jetzt mal ein bisschen anstrengend ist, ne? Die ganzen Erkenntnisse, was ich hatte und dass ich da jetzt halt auch liebevoll zu mir bin und nicht gleich wieder irgendwie, weiß was ich, was sonst erwarte und irgendwas machen muss, sondern gar nichts, sondern ich kann jetzt einfach mal durchatmen, mal nichts machen. Hier ist es jetzt ganz cool in Nordportugal auch, dass es so ruhig ist, wo ich hingehen möchte, kann ich mir ja aussuchen. Und da gehe ich jetzt gleich mal wieder essen und dann lasse ich es nochmal auf mich wirken, ob ich einfach hier nochmal ein bisschen bleibe, nochmal eine Nacht oder ob ich gleich in den Süden fahre, an den Strand, wo ich hingehen wollte, weil hier ist es jetzt nicht so warm. Und ein paar Tage relaxen wollte ich unbedingt, bevor ich nach Hause fliege. So wollte ich dich einfach mal mitnehmen, dass es halt auch mal anders sein kann. Und
dass man da dann auch liebevoll mit sich ist und das auch weiß, dass es halt normal ist, wenn man das Abenteuer haben möchte und ja, Dinge erleben möchte, dann ist halt auf der anderen Seite auch echt erstmal ein leerer Raum, der halt dann auch auswählbar ist oder wo man es sich dann aussuchen kann. Ja. Und deswegen bin ich dann schon froh, dass ich die Dinge so mache, auch wenn ich dann denke manchmal, oh, warum ist das jetzt so? Aber hey, es ist einfach so schön und ich wäre, wie gesagt, hier niemals hergekommen, wenn ich irgendwas vorher geplant hätte. Dann hätte ich einen Stopp in Porto geplant, wo ich eh schon das kenne. Und weil ich weiß, da komme ich mit dem Zug weiter und so. Aber ich wollte eigentlich in so ein Dorf. Also von dem her habe ich das, was ich will und genieße es jetzt auch. Und jetzt gehe ich was essen. Das ist so ein typisches portugiesisches Restaurant. Einfach schaut mal die Kacheln. Ja, ihr seht das hier, die Kacheln. Das ist voll typisch ja für Portugal. Ich weiß nicht, ob du das gerade weißt, aber ja, ich liebe das echt, in so einem einfachen Restaurant zu sein. Richtig cool, die Menschen sind irgendwie so liebevoll. Ich habe jetzt super lecker gespeist, ein bisschen Gemüse und Kartoffeln und ja, ein bisschen Reis etc. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen raus, gucke die Stadt noch ein bisschen an und dann laufe ich irgendwann noch hoch, so 2 Kilometer glaube ich, ein bisschen berghoch. Aber ich bin jetzt gut in Form und genieße es hier einfach. Ich gucke jetzt gerade noch kurz zum Strand und schaut mal hier, der Zug, das ist doch süß oder so, fährt hier der Zug durch. Da geht es gleich zum Meer, voll geil, das werde ich gleich sehen. Und hier geht der Zug weiter und da bin ich heute. Hola! Hübsches Eselchen! Ja, heute gehe ich jetzt mal wieder los. Ich bin hier noch Uppsala auf meiner Farm und entdecke jetzt hier einfach mal ein bisschen die Umgebung. Schau mal, was ich so finde. Ein Traum mal wieder hier in Nordportugal. Schaut mal da runter. Da sieht man das Meer. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video jetzt gut erkenntlich ist. Erst das, der Ort, dann hier da das Meer. Das ist echt schön. Ja, jetzt mal gucken, wie das hier das Licht am besten ist. Ich glaube so. Ich habe heute den ganzen Tag einfach wieder Zeit. Bin jetzt noch mal eine zweite Nacht in der Unterkunft, weil ich mich entschieden habe, jetzt hier einfach mir mal Zeit zu nehmen für mich. Und das tut mir jetzt echt gut für die Reflexion, noch für den Jakobsweg. Ja, das alles noch mal ein bisschen ja, zu verarbeiten. Der Kopf war so voll und nicht schon wieder zum nächsten Rennen. Und das ist dann auch die Kunst, wenn man alleine ist, das dann einfach zu entscheiden. Und das Schöne ist, wenn ich halt nichts vorgebucht habe, ne, kann ich das auch alles anpassen. Also die Natur ist schon geil und schaut mal, wo bin ich hier? Ganz abenteuerlich hier. Irgendwo auf dem Berg hier in Nordportugal. Kein Mensch, niemand. Hier nochmal der Ausblick von meiner Wanderung. Ich bin jetzt gleich in meiner Farm. Es war wunderschön. Jetzt habe ich beschlossen, dass ich mich jetzt kurz in meinem Zimmer fertig mache und dann gehe ich zum Strand, weil irgendwie ist das Wetter jetzt doch schöner geworden und wärmer geworden. Ich will das dann ein bisschen anschauen und dort ein bisschen relaxen. Jetzt war ich so 1,5 Stunden gut im Wald unterwegs oder hier in den Bergen. Ja, so 5 Kilometer, bin ganz gemütlich gelaufen, es war schön, aber währenddessen habe ich schon gedacht, wow, wer weiß, vielleicht sind hier voll die Schlangen und keine Ahnung, was alles. Ich habe mich gar nicht informiert und das ist jetzt kein typischer Wanderweg hier gewesen, sondern ein einsamer Weg. Jetzt bin ich froh, dass ich wieder hier heile angekommen bin und vielleicht doch mal besser, sich ein bisschen zu informieren, was es so hier alles gibt. Ja, die Hübschen, oh, ist das nicht cool? Ist das nicht süß? Oh. 4 Wochen alt. So, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was von der Farm. Da ist der eine Esel, der Papa. Ja, hier sind so die Gehegen. Hier sind die 2. Heute in dem Bereich. Ja, und hier, das ist so auch das ganze Gehege und auch was für Kinder und so. Später zeige ich euch da drüben nochmal.
Das ist hier so der obere Bereich, da kann man frühstücken, chillen, man kann sich überall hinsetzen. Da geht's weiter und da hinten ist dann noch der Pool. Hier. Ja, und überall auch da unten, ne, kann man sich hinsetzen, für sich sein, entspannen. Also das ist hier wirklich ein Traum. Na, wer bist du? Kurzes Update, hier komme ich gerade, auch wenn es sehr windig ist und ich hoffe, man versteht überhaupt was. Aber ist es nicht voll schön? Ja, es ist jetzt nicht so zum Chillen. Es ist echt, ich habe sogar jetzt ein Windjäckchen angezogen. Aber ist doch ein geiler Strand, oder? So sieht das hier das Dorf aus. Und es ist innen drin auch wirklich ganz nett. Seht ihr mich jetzt noch? Ich wehe davon. Aber es ist richtig cool. Schön, einfach schön, das jetzt hier anzusehen. Morgen gehe ich dann aber weiter. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel seht, aber das ist echt hier wunderschön in Porto. Da fahre ich jetzt gerade vorbei, beziehungsweise ich bin da gerade umgestiegen. Ich war schon öfters in Porto, deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ich weiter in den Süden fahre. Aber es ist einfach ein Traum. Da wollte ich euch mal ein bisschen mitnehmen. Jetzt bin ich hier im Zug. Ich bin in einem falschen Zug, was ich gebucht habe, weil ich wollte in dem fahren, wo ich jetzt gerade bin. Aber da gab es kein Ticket mehr online zu kaufen und an Schalter hatte ich jetzt eh keine Zeit mehr und das war mir jetzt zu kompliziert. Jetzt bin ich einfach ein bisschen auf Risiko, dass sie mich irgendwann aus dem Zug schmeißen oder ich ja, den halt wechseln muss. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie klappen. Das Problem war, dass man hier nur Plätze buchen kann im Zug online, wenn es noch Sitze frei gibt. Und irgendwie gibt es keine Sitze mehr buchbar, aber der halbe Zug ist leer. Also wird schon irgendwie gehen. Es bleibt spannend. So, es ist jetzt 13 Uhr. Ihr seht da oben eine Bahn. Ich bin in Lissabon am Tejo. Das ist der ganz große Fluss. Und da war ich schon vor 25 Jahren, glaube ich, damals, wo ich so circa 16 war. Seht ihr da vorne, ist dann das Ufer wieder. War ich das erste Mal nämlich in Portugal mit einer Jugendfreizeit. Mit dem Zug bin ich von Deutschland losgefahren. War damals schon mein erstes richtig großes Abenteuer in Portugal. 3 Wochen und wir sind, glaube ich, 24 Stunden oder so halt, bis wir in Lagos dann waren, in der Algarve im Süden, sind wir 24 Stunden mit dem Zug gefahren, also auch in der Nacht. Und wir waren, ich weiß es nicht mehr, ob wir 20 Leute waren oder so, also es war echt cool. Und ein Jahr später bin ich dann nochmal mit 3 Mädels, also mit einer Freundin, die ich dann in der Jugendfreizeit damals kennengelernt habe, mit der Micha, bin ich dann nochmal eben im August nochmal zum Interrail, 4 Wochen dann auch wieder in Lagos gewesen, in der Algarve. Da waren dann noch 3 andere Mädels dabei oder 2 andere mit der Micha, noch 2 andere. Also wir waren sofort. Das war ein riesen cooles Abenteuer. Da haben wir wieder gezeltet, wie damals schon in der Jugendfreizeit. Ja, auf dem ganzen Zeltplatz war Party. Der Strand war dann fußläufig erreichbar und so. Und so hat meine Portugal-Liebe damals angefangen, ja. Ja. Da gab es dann viele Geschichten und viele Erlebnisse, die ich so mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Ja, jetzt habe ich 1 Stunde Zeit, bis mein nächster Zug kommt. Ich wollte jetzt hier schön chillen irgendwo draußen. Jetzt gibt es hier irgendwie nicht so wirkliche Cafés. Jetzt gucke ich mal, ob ich da gleich in das Einkaufszentrum gehe, mir da was hole und dann wieder rausgehe. Und dann um 14 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Zug in die Algarve. Also hier ist jetzt mein Zug, der jetzt gleich in 20 Minuten in die Algarve fährt. Ich wollte euch eigentlich noch was erzählen. Und zwar, ich war ja da gerade am Fluss, am Tejo. Und früher musste man dann noch kompliziert bis nach Lissabon mit dem Zug fahren von Deutschland. Und dann musste man übersetzen über den Fluss mit so einem Boot und dann wieder mit dem Zug weiterfahren. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Da haben sie den Zug um den Tejo irgendwie herumgebaut, dass der da jetzt fährt und man ganz normal am Bahnhof umsteigen kann. Aber das war halt damals noch anders und da habe ich gedacht, ich gucke da heute noch mal hin, wenn ich da eh Zeit habe, eine Pause. Und ich glaube, das war nämlich die Stelle. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Aber so verändert sich das, genau. Jetzt geht's gleich los und ich mache es mir dann bequem im Zug. Und dann schaue ich mal, wo ich genau hinfahre in die Algarve und buche mir dann noch ein Hotel für heute Abend. Wenn das hier bestimmt keine gute Qualität hat, so ein paar Bilder wollte ich euch jetzt einfach zeigen.
hier ist ein kleines Dorf in Südportugal. Ich brauche jetzt noch so eine Dreiviertelstunde, bis ich dann in der Algarve bin. Eine ganz spannende Landschaft. Und hier bin ich jetzt gerade im Speisewagen, ganz alleine. Und freue mich jetzt gleich, dass ich total im Warmen bin, weil in Nordportugal war es ja so windig dazu. Und bis später mal dann vom Strand. Gerade in meinem Hotel angekommen und schaut mal, wie witzig das aussieht. Sieht wie ein Schrank. Da gehe ich doch jetzt gerade mal rein. Und jetzt ist mein Hotel. Also ich habe heute Nacht 3 Betten. Hier gar nicht so einfach, irgendwie ein Hotelzimmer zu finden. Ich hätte hier ein Schlafsaal nehmen können, ich glaube bei 10 Betten oder sogar 8 Betten oder sowas für 60 Euro und habe mich jetzt entschieden, doch so ein Zwei-Bettzimmer eigentlich zu buchen für 117 Euro. Also mir eigentlich auch viel zu viel für, ich will hier nur schlafen. Aber ja, das ging jetzt hier am schnellsten, bin ich jetzt irgendwie, also in Albufeira bin ich. Das muss wohl das Touri-Ort sein und der Touri-Ort sein und da wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so unbedingt hin. Aber mir ist jetzt egal, weil jetzt ist schon 5:30, ich will unbedingt an den Strand. Und das war am einfachsten, habe mir jetzt ein Taxi einfach genommen, für 10 Euro bin ich hier runtergefahren. Jetzt kann ich gleich zum Strand gehen, chillen, heute mir einen schönen Abend machen und morgen gucke ich dann einfach, wo ich weiter hingehe. Und ich habe ja natürlich Sachen, hier ist gesagt, schaut mal, genau, und hier meine Wanderschuhe. Jetzt habe ich nämlich Flipflops an, ja. Deswegen genieße ich es jetzt einfach so, habe ich es entschieden. Ich finde es jetzt auch ganz gut, wird es passend jetzt einfach für mich. Und morgen sehe ich weiter. Und ich habe jetzt noch 5 Nächte insgesamt mit der Nacht. Also brauche ich noch für 4 Nächte ein Hotel oder 4 Hotels. Ich werde es einfach sehen. Jetzt packe ich meine Sachen und gehe zum Strand. Geschafft, ich bin erstmal da. Also für heute Abend bin ich zufrieden. Einfach mehr, auch wenn es jetzt hier mega touristisch ist natürlich und voll ist, aber egal. Ich genieße jetzt einfach noch ein bisschen Sonne und den Abend hier. So sieht's aus. Gerade hier ein volles Abenteuer, auch mal wieder voll krass. Schaut mal, eine Rolltreppe zum Strand. Hier geht's dann gleich zum Meer. So ist es da am Abend. Ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ich bin jetzt, ach, wie heißt das hier nochmal, Quatera oder so ähnlich. Und ich bin jetzt gerade mit dem Taxi hergefahren. Ich habe gefragt, was so der Bus kostet und was das Taxi kostet. Und die hatten zu mir gesagt, irgendwas mit 20 Euro. Und es ging jetzt so schnell, in einer halben Stunde in der Bus. Der hätte sicherlich jetzt irgendwie eine Stunde oder anderthalb gebraucht oder irgendwas. Und jetzt habe ich gedacht, komm. Egal, ich nehme jetzt einfach das Taxi und erkundige hier jetzt gerade das Dorf. Es klappt hier voll gut wieder mit meinem Rucksack. Ich habe jetzt meine Wanderschuhe sogar in meinen Rucksack getan, aber ich bin das ja voll gewöhnt mit dem Rucksack, also ist gar kein Problem. Ich kann da jetzt ganz viel laufen damit. Ich habe Turnschuhe jetzt an, das ist auch richtig gut. Jetzt drehe ich mich hier gerade mal ein bisschen um, dass ich hier so die Leute nicht so unbedingt filme. Das muss ja nicht so sein. Und bin mal gespannt, wie das hier jetzt gleich ist. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Lieben, ich nehme mal wieder was auf für euch. Und zwar, ich war jetzt schön lecker essen in so einem ganz kleinen Restaurant. Das war eher so eine Snackbar, aber das hat echt gut geschmeckt. Und jetzt wollte ich irgendwie noch in eine Bar gehen und so. Und stelle ich fest, die Hauptcity ist doch ein bisschen woanders. Also hier gibt es echt viele Geschäfte etc. Und es sind, glaube ich, auch viele Urlaubs, keine Ahnung, Ferienwohnungen und Hotels und so weiter. Aber so die Bars und wo was los ist und so, ist dann doch woanders. Und es ist auch öfter so, dass ein schöner Strand halt nicht unbedingt da ist, wo es halt auch abends was schön los ist. Und ich finde das beide schön, ja. Wenn ich jetzt alleine, ich kann hier auch in irgendeine Bar gehen und ich habe hier einen wunderschönen Abend. Oder ich kann 2 Kilometer laufen. Das ist jetzt ja auch nicht so lange, ich bin ja auch sehr gut geübt und bin da dann voll im Trubel, wenn ich das möchte. Aber ich denke, heute werde ich jetzt hier irgendwie mal ja, noch was trinken oder noch den Abend ausklingen lassen, wenn es auch nur Wasser ist oder so. Süß, da sind gerade 2 vorbeigelaufen. Ich zeige es euch mal. Und die haben sich gerade ganz gedückt, weil sie gedacht haben, ich nehme sie auf. Echt, die Portugiesen sind so süß. Und das Schöne ist hier jetzt auch, das sind ganz, ganz viele portugiesische, ja, diesmal Familie, ist auch mal schön, ne?
muss ja nicht immer Trubel und sowas sein. Und ganz einsam muss es auch nicht immer sein. Es ist immer schön, finde ich, wenn ich es wählen kann. Ja, und da wollte ich euch jetzt einfach mal mitnehmen, dass ihr auf sowas auch achtet. Wollt ihr jetzt gerade im Trubel sein? Wollt ihr einsam irgendwo sein? Ein gutes Gemix. Und dann gucke ich auch immer überall echt. Also bei Google Maps, dann bei Satellit mit den Stränden und so. Und es ist auch manchmal schon viel Zeit. Also entweder ich mache nicht so viel Zeit und gucke einfach, wie es ist und dann ist auch schön. Oder ich gucke mal mehr und dann weiß ich auch, auf was ich mich dann einlasse und so weiter. Das mal dazu. Sand nicht geil und das Meerrauschen, ganz schön viel los, aber dafür ist der Sand ewig, ewig lange. Ja, ich genieße hier gerade jetzt den Tag noch. Ich bin noch die zweite Nacht in Quarteira, heißt es. Und jetzt habe ich mich entschlossen, noch die zwei letzten Nächte nach Portimao zu gehen und vielmehr zwischen Albor und Portimao habe ich eine ganz schöne Quinta wieder gefunden. Sehr teuer, aber egal, die zwei Nächte gönne ich mir jetzt noch. Und dann kann ich da in die Stadt laufen abends, wenn ich Bock habe, was ich bestimmt machen möchte. Und dann aber auch mal so einen schönen Strand wie hier wieder zu Fuß auch zu erreichen. Genau, bin gespannt. Und jetzt hier, wo ich bin, sind gerade ganz wenige. Also schaut erstmal hier, wirklich, hier ist niemand, weil man hier wahrscheinlich komplett hinlaufen muss. Und jetzt gehe ich mal wieder auf die andere Seite, wo ich herkomme. Und zwar, das war hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen da vorne. Da ist nach so einem Yachthaufen, das sind ganz viele Jugendliche, ein Strand voller Jugendlichen, aber viele Abschnitte, wirklich, das sieht man jetzt hier gar nicht auf dem Video, nur Jugendliche. Also ich habe das irgendwie noch nie so, wahrscheinlich sind es die Leute irgendwie, die ja, Yachturlaub machen oder so, wo dann hier an den Strand gehen oder Cluburlaub oder keine Ahnung. Ja, jetzt genieße ich es hier einfach weiter, chill hier, entspannen, visualisiere ein bisschen. Auch meine ganzen Ideen von jetzt in meiner Reise, auch von meinen Erfahrungen, wie ich jetzt was gemacht habe, bringe ich jetzt konkret einfach mal in Pläne und strukturiert das alles, dass ich das für euch alles zugänglich machen kann nach und nach und da eben auch Formate entwickle und. Das freue ich mich jetzt total, dass ich jetzt hier einen ruhigeren Strand gefunden habe. Habe auch schon ein bisschen was gegessen und so, habe jetzt nach der Sonne geguckt, dass ich ein bisschen im Schatten war und jetzt geht's hier einfach weiter. Ja. Ich bin voll happy. Es ist gerade Samstag und ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Das war jetzt schon ein bisschen eine Absteige. Also ich habe gut geschlafen, das war mein Bett, ja. Aber das Bad war halt schon ein älteres Modell. Ihr seht mal so, hier zwei Wasserhähne. Dann die Dusche, das war schon ein bisschen, der Wasserdruck war abel. Und ja, das ist immer so eine Abweichung. Also ich bin noch voll verschlafen, wie ihr gerade seht. Es ist halt immer so eine Abweichung, gerade in der Hauptsaison jetzt. Entweder irgendwie zentral und was Altes oder am Arsch der Welt in irgendwie so einem modernen Bunker, was dann halt meistens noch viel teurer ist und wo dann nur Familien sind. Und hier bin ich halt gleich im Geschehen und gleich am Strand und so. Jetzt habe ich das zwei Tage gemacht, aber jetzt habe ich genug, jetzt gehe ich, jetzt bin ich echt noch voll verpennt. Und jetzt gehe ich die letzten zwei Tage noch in eine schönere Unterkunft. Nochmal mein letztes Zimmer. Das ist jetzt so eine Quinta mit Pool und so weiter. Ich glaube, das brauche ich gar nicht, aber das ist jetzt einfach auch mal wieder irgendwie angenehmer. So am Schluss, jetzt genieße ich noch die letzten zwei Tage, weil gestern konnte ich irgendwie nicht mal meine Haare gescheit waschen, weil der Wasserdruck so niedrig war und es geht dann schon mal zwei Tage oder so, aber jetzt habe ich echt keinen Bock mehr gehabt. Das darf jetzt die letzten Tage jetzt schon noch schön sein. Und jetzt nutze ich auch den Uber, denke ich mal, heute Abend in die Stadt zu fahren oder ich laufe einfach. Ich bin ja das Laufen gewöhnt. Gestern Abend hat es auch super geklappt. Restaurant laufe ich jetzt hier gerade durch die Stadt beziehungsweise in so Wohnblocks. Ich finde es irgendwie hier voll schön. Also es sind ja jetzt nicht so schöne Wohnblocks, aber mir gefällt es trotzdem, das Flair hier. Ich habe jetzt ja gerade super lecker gegessen. Ich habe ein Lokal gefunden. Oh, es ist voll dunkel jetzt. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich habe ein Lokal gefunden mit ganz, ganz vielen Portugiesen. Das war super lecker und jetzt gehe ich noch ein bisschen in die Stadt. Guck mal, was da alles so noch möglich ist. Also es sind bestimmt ein paar Bars und so. Einfach mal ein bisschen gucken. Das mag ich auch ganz gern. Muss nicht immer ruhig sein. Genau. Also bis dann. Das wäre ein Traum. Heute ist mein letzter Strandtag.
Ich habe jetzt hier eine ganz kleine süße Bucht gefunden. Hier ist gerade nur eine Person irgendwie im Wasser oder zwei. Ja, schaut mal. Sieht man jetzt hier nicht so. Letzten Tag. Es ist so schön hier. Meine Reise geht heute zu Ende. Da seht ihr vielleicht ein Flugzeug, wenn man das so sehen kann. Ich denke schon, gell? Und bin jetzt hier zufällig im Park gelandet, weil ich habe jetzt hier ein paar Stunden in Faro. So sieht es hier aus. Der Park, es windet halt jetzt gerade mal wieder sehr. Ich hoffe, das ist auch gut. Und habe einfach gedacht, ich gehe hier noch einen Kaffee trinken, Snack essen, so mittags meinen letzten. Habe ich geguckt, was ist hier am Bahnhof in der Nähe und wie komme ich zum Flughafen. Ich könnte theoretisch jetzt auch dahin laufen, das mache ich vielleicht auch. Jetzt chill ich erstmal hier noch ein bisschen im Park, habe mir noch was vorgenommen und genieße halt jetzt schon meine Heimreise. Ich bin heute Morgen mit dem Zug dann hierher gefahren, wie gesagt, und es war schon auch wieder voll schön. Habe da beim Zug, war noch rechtzeitig davor da, viel zu früh, habe ich noch einen Kaffee getrunken. Beim Zug, wenn du das bei Instagram vielleicht auch gesehen hast oder so, habe ich dann auch dich mitgenommen. Ja, und jetzt plane ich mal noch ein bisschen meinen Podcast weiter, beziehungsweise ich habe schon im Zug geplant. Und wenn es jetzt hier irgendwie, wenn ich doch einen windstillen Raum finde oder so, dann nehme ich ihn auf. Ansonsten nehme ich ihn einfach so mal auf und nehme ihn zu Hause nochmal auf. Genau. Ja, also soweit und freue mich jetzt dann auch auf den Flughafen nachher. Werde ich da noch was trinken, das genießen, dass ich eben ja, die Reise wieder für mich machen konnte. Es ist sehr, sehr, sehr wertvoll für mich und ich liebe das wirklich über alles. Es ist einfach so schön. Und dann eben auch die Reise an sich, im Flugzeug zu sein, das halt bewusst wahrzunehmen, da mit den Menschen zu sein, für mich zu sein und noch meine Reise, den Jakobsweg und Portugal, jetzt die Reise alleine über eine Woche, mit ganz vielen neuen Erfahrungen, Ideen wieder zurück in meinen Alltag zu gehen. Und da habe ich auch schon seit gestern so ein bisschen eine kleine Transition gemacht, dass ich mich schon mal ein bisschen in den Modus bringe, aber trotzdem noch hier bin. Also es ist einfach richtig schön. Vielleicht gibt es noch mal ein Video vom Flughafen. Falls nicht, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Schreib mir eine Nachricht, wenn du meinen Hörkurs noch vom Jakobsweg willst. Den verschenke ich. Da schicke ich dir gerne E-Mail, aber schreib mir da einfach über Instagram, Facebook oder WhatsApp oder hier unter die Kommentare. Dann schicke ich dir das zu. Bald kommt dann mein Podcast. Da freue ich mich schon ganz arg. Den darfst du dann auch sehr gerne abonnieren und unterstützen. Und ich freue mich auf alles, ja, was wir so gemeinsam machen. Beziehungsweise melde dich auch sehr gerne, wenn du auch mal so eine Reise alleine machen möchtest. Ich habe da gerade viele Ideen, wie ich dich da mehr unterstützen kann. Also melde dich einfach. Bis dann.